Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 2 Multiplayer Action. Und heute ein Spiel zwischen Maximus Decimus und God Eater. Zwei schon lange sehr fleißig in der Community aktiven Spieler, die auch sehr, sehr gut sind. Und ich habe mir dieses Replay, was sie in der Hamsterliga Nummer 1, unsere Community-Liga, verfügbar rausgestellt haben, rausgepickt, um euch Beispiele für die Anwendung von Linienbrechern, wie man sie richtig einsetzt und zum Teil auch, wie man Fehler mit ihnen macht, zu zeigen. Denn hier passieren einige nette Dinge, was das angeht. Herzlichen Dank an Maximus und God Eater für dieses Matchup. Falls ihr Lust habt, zusammen mit anderen netten Leuten Turnierspiele zu machen, dann... ja, kommt auch einfach auf unseren Discord. Ich hoffe, ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Und macht einfach mit. Die nächste Liga startet vermutlich in ungefähr einem Monat. Also wenn der Tiermenschen- und Echsenmenschen-DLC draußen ist, werden die nächsten Ligen starten. Da gibt es auch wieder eine Hamsterliga, wahrscheinlich mit 3 verschiedenen Leveln. Und ja, diverse andere schöne Sachen. Und ihr könnt einfach mitmachen auf Spielern eurer Ebene. Und wir sind eigentlich meistens ganz freundlich. Okay. Genug der Einleitung. Schauen wir einmal in die Armeen. Wir haben die Dunkelelfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Imperium. Die Dunkelelfen kommen mit Linienbrechern in die Schlacht. Wenn ihr das Linienbrecher-Tutorial sehen wollt, schaut hier oben rechts beim I. Ist wahrscheinlich schon vorher eingeblendet worden. Dreimal Korsaren der Schwarzen Arche. Die klassischen Linienbrecher. Relativ kosteneffizient der Dunkelelfen. Ordentliche Panzerung von 80. Bonus gegen Infanterie. Nahkampfangriff ganz ordentlich. 20 Angriffsbonus. Gut für eine Infanterieeinheit und die vernichtet eigentlich alle Imperiumsinfanterie, die es gibt, abgesehen von Bihan-Kämpfern. Und sie werden allerdings nicht ganz alleine und ungeschützt in die Schlacht geschickt, sondern sie sind verteidigt durch 1, 2, 3, 4 Einheiten Linieninfanterie, wie ihr es ja in meinem Tutorial gesehen habt, wie ihr das machen sollt. Die Linienbrecher werden geschützt durch günstige Einheiten und außerdem weiterer Schutz durch schwarze Reiter mit Repetierarmbrust und hier die Kavallerietruppe, um ja, die Linieninfanterie auch noch zu schützen. Natürlich haben sie auch andere Funktionen außer nur die Linienbrecher zu schützen, aber das können sie auch, denn wenn das Imperium jetzt mit seinen Plänklern kommen will, um die Linienbrecher kaputt zu machen, kommt die Kavallerie und verteidigt sie. Wir haben hier eine Feuerzauberin mit flammendem Schädel und Feuerball. Ich meine, die Dunkelelfen müssen sowas nehmen, weil die haben leider keine Heilung. Ein Overcast direkt für sich selbst ein bisschen Schaden gemacht. Wir sehen noch ein paar schwarze Reiter überall im Wald. Das Imperium auf der anderen Seite kommt mit 3 starken Plänklern, obwohl so nicht wirklich die starken, nur 3 Pistoliere mit nicht rüstungsdurchdringenden Geschossen. Und die Imperiumseinheiten kommen mit einem Linieninfanterie beziehungsweise eigentlich fast schon Fleischschild-Reihe hier in den Kampf. Speerträger, wenn man beim Imperium was als Fleischschilde ansehen kann. Dann die 20 Nahkampfangriff, 30 Rüstung, 34 Nahkampfabwehr, halten eigentlich echt nicht sonderlich viel aus. Die stehen hier vorne, um den Angriff abzufangen. Und im Hintergrund stehen ein paar Gegenangriffseinheiten. Flagellanten hier auf der rechten Seite, Flagellanten auf der linken, um zu counterchargen. Im Rücken stehen, also könnt ihr bei meinem Linieninfanterie und Fleischschild-Tutorial auch alles finden, Hellebardiere, um gegen Kavallerieangriffe von hinten zu schützen. Und ein Kavallerieregiment ist auch dabei. Der Kern der Armee, der damage-dealende Armee, Teil der Armee, sind eigentlich die Musketenschützen, die hier stehen. Und natürlich Volkmar, der Grimmige. Ja, und die Kanonen, um den Gegner anzulocken. Oh, interessante Aktion hier von Maximus. Er hat versucht, seine Großkanonen-Crew von der Kanone wegzuziehen, damit der Feuerball keine Kanone kaputt macht. Aber hat leider nicht geholfen. Die Kanone ist trotzdem futsch. Aber genug davon. Wir gehen rein. Ihr seht natürlich hier Volkmar der Grimmige. Der ist als General dabei. Warum ist er als General dabei? Naja, halt sich halt. Müsst keinen Heilzauber mehr mitnehmen. Für eure teuerste Einheit. Ansonsten lohnt sich in der Armee keine Heilung, weil die Einheiten nicht wertvoll genug dafür sind. Oh, im Hintergrund sind außerdem noch ein paar Harpien. Die habe ich gar nicht gesehen. Die werden wahrscheinlich versuchen, simultan von allen Seiten hier auf die Fernkämpfer des Imperiums zu stürmen, um sie auszuschalten. Pistoliere. Gehen vor, können mal ein bisschen Schaden, sie kommen nicht an die Korsaren der Schwarzen Arche ran, deswegen müssen sie sich mit einem leichteren Ziel oder mit einem nicht ganz so guten Ziel beglücken, nämlich die Düsterschwerter. Aber die haben silberne Schilde, jetzt stellt ihr euch vor, die wären nicht da, dann würden die ganzen Korsaren den Schaden bekommen,
Die Plänkler werden zurückgedrängt durch die gegnerischen schwarzen Reiter mit Repetierenbus und müssen sich zurückziehen, weil sie sonst vernichtet werden und diesen Austausch nicht überleben können. Der zweite Feuerball kommt rein. Vom Hintergrund kommen bereits die Harpien. Zweiter Feuerball ebenfalls auf die Kanone. Boom, die zweite Kanone ist explodiert. Dann fragt man sich, warum nimmt man überhaupt eine Kanone mit, wenn die so schnell gesniped werden kann. Obwohl der Feuerball kostet ja auch schon einiges. Die Harpien ein bisschen früh hier im Kampf, haben sich direkt die Musketenschützen rausgesucht, sind auch die gefährlichsten Regimenter hier und das leichteste Ziel. Maximus Decimus reagiert ein bisschen spät meiner Meinung nach. Hat er irgendwie nicht aufgepasst, er war mit was anderem beschäftigt. Könnte schon lange die Ritter des Imperiums hier zur Verteidigung reingeschickt haben. Und das ist natürlich jetzt absolut übel, denn die Musketenschützen können jetzt nicht nach vorne schießen, sondern müssen sich erstmal um den Rücken kümmern. Das ist natürlich eine der großen Gefahren, wenn ihr viel Fernkampf mitbringt, dann seid ihr anfällig für Angriffe von allen Seiten, die eure wirklich teuren Fernkämpfer dann bindet und dann habt ihr mehr oder weniger verloren. Dritter Feuerball und für die dritte Kanone diesmal draufgehen. Die Antwort lautet Boom, jupp, und damit ist die gesamte Kanone vernichtet und wertlos geworden. Sehr, sehr unangenehm. Die Armee der Dunkelelfen stürmt nach vorne. Zuerst sind die Düsterschwerter dabei. Jetzt muss God Eater ein bisschen aufpassen, dass er seine schwarzen Arche nicht direkt in den Rücken seiner eigenen Speerträger und seiner Schwertkämpfer hineinschickt. Dann müsste eigentlich alles funktionieren, denn das Imperium hat ja eigentlich keine Infanterieeinheiten, die Korsaren aufhalten kann. Auf der linken Flanke sind Korsaren der schwarzen Arche bereits im Kampf und stürmen weiter durch die gegnerische Linie. Aber die haben hier ein bisschen ein Problem. Hier gibt es auf jeden Fall was, das sie aufhalten kann. Nämlich folgt mir der grimmige Anti-Infanterie-Rüstungs-kaputtmachender Typ. Ja, vor dem, ja, da haben die Korsaren auch wiederum keine Chance. Aber der kostet eben auch mehr. Und da gibt es, wir sehen sogar zwei Positionen, an denen die Fehler passiert sind. Hier ein Zeitlang und da vor allem Zeitlang gewartet mit dem Korsaren der schwarzen Eiche. Das kann gerne mal passieren, wenn man irgendwo anders beschäftigt ist und gerade erst seine Armee durch die Gegend geschickt hat. Aber jetzt stehen diese Korsaren der schwarzen Arche zum Beispiel da, direkt im Feuer der Musketenschützen auf der anderen Seite und nehmen ganz, ganz üblen kritischen Schaden, den sie eigentlich nicht gebrauchen können. Und seht euch das an, das halbe Regiment ist fast tot. Und hier auf der linken Seite werden die anderen Korsaren vernichtet durch Volkmar der Grimmige. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, das gegen Korsaren gut ist oder gegen Ansturminfanterie gut ist, wie zum Beispiel also Volkmar der Grimmige, dann könnt ihr die auch schon abwehren. Aber es ist noch nicht alle Tage Abend für die Dunkelelfen. Auch wenn dieser Angriff jetzt zum Teil gebrochen worden ist, hier, weil Volkmar sie abgefangen hat, hier, weil sie zerschossen worden sind, hier gibt es noch ein paar weitere Korsaren und die kämpfen momentan ganz gut gegen die Hellebarden. Und ein Großteil der Armee, der Dunkelelfen von Gordi, der ist ja noch gar nicht im Kampf. Kavallerie kommt erst hier von der Seite, Malekith ist dabei und ist jetzt in der Lage, fast schon sehr frei, die Imperiumslinie von der Seite zu überwältigen. Oh meine Güte, was ist das denn? Sehr schöne Aktion hier von Maximus Decimus, hat die Zauberin mit einem Netzspruch eingefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum hier Volkmar der Grimmige gerade seine Verbannung gecastet hat. Die kann eigentlich nur die eigenen Musketenschützen treffen. Aber sei es drum, die Musketenschützen leisten hier gute Arbeit und zerschießen die Feuerzauberin relativ schnell. Ritter des Imperiums, die habe ich nicht beachtet vorhin. Sie haben offensichtlich die schwarzen Reiter vertrieben. Das können sie gut, sie sind gepanzert, die schwarzen Reiter nicht. Entsprechend haben die da den Kampf gewonnen. Aber wir kümmern uns mehr um die Linienbrecher, die immer noch hier vorne kämpfen und sich langsam aber sicher durchschlagen. Hier auf der Seite viel schlechter als auf die der Rechten, denn hier sind die Korsaren der schwarzen Arche gegen angegriffen worden von den Speerträgern. Die Korsaren haben nicht ihren Angriffsbonus von knackigen jetzt 25 bekommen und es sind, ihr seht, dadurch wie sie angegriffen haben, sind nur ganz, ganz wenige Modelle simultan im Kampf mit den Speerträgern und das reduziert ihren Schadensoutput. Also wenn ihr mit euren Ansturminfanterie nach vorne kommt, wollt ihr viel eher möglichst lange Linien, lange Ansturmlinien haben, damit möglichst viele eure Modelle im Nahkampf sind und die gegnerische Infanterie zu überrennen. Aber okay, hier auf der Seite sieht es ganz gut aus. Hier kommen gepanzerte Echsenritter zusammen mit Malekith über die rechte Flanke. Plänkler des Imperiums werden hier hinten verfolgt und jetzt könnte jeden Moment das Imperium langsam aber sicher zusammenbrechen. Die Musketenschützen halten die Stellung und feuern heldenhaft in die Echsenreiter, aber diesen Ansturm werden sie nicht überleben und sie werden jeden Moment flüchten.
Und jetzt ist die Frage, wer ist stärker? Volkmar und seine Helbardiere oder Malekith mit seinen Echsenrittern? Das Imperium ist vom Kräfteverhältnis schon eher im Vorteil. Volkmar regeneriert sich, hat auch ein paar Zaubersprüche drauf. Ist sicherlich immer noch ziemlich unangenehm und ziemlich gefährlich. Ich denke, die Plänkler hier im Hintergrund können unter Umständen noch sehr viel reißen. Großer Vorteil fürs Imperium allerdings noch sind die unbrechbaren Flagellanten, die lange, lange Zeit die Linie halten werden. Auf der rechten Flanke kämpfen noch Korsaren der Schwarzen Arche mit einem Haufen Flagellanten und Speerträgern. Die Korsaren der Schwarzen Arche sind zwar diesen Einheiten auf der anderen Seite überlegen, wegen ihrer Panzerung und ihrem Bonus gegen Infanterie, aber gegen so einen Haufen wird es dann auf Dauer wahrscheinlich schon schwierig durchzuhalten. Volkmar der Grimmige im Blockkampf ziemlich gut. Hat mit seiner Verbannung die Echsenreiter zerlegt. Jetzt kriegt er allerdings einen Seelenraub ab. Aber für Volkmar kein Problem. Er kann einfach die Fliege machen, wartet mal eine Minute oder zwei irgendwo anders, regeneriert sich in der Zwischenzeit, weil wir wissen ja, Pferde hier, gepanzerte Pferde, haben die größte und höchste Regeneration, die es gibt. Und die Dunkelelfen sind zu diesem Zeitpunkt, denke ich, geschlagen. Da kommen die nicht mehr raus aus der Situation, oder? Nee. Korsaren der Schwarzen Arche werden langsam aber sicher vernichtet. Und das ist ihr Ende. Tja, drei Korsaren der Schwarzen Arche waren nicht genug Linienbrecher-Infanterie, um gut durch die Imperiumslinie durchzubrechen. Hätten sie vielleicht mehr gebraucht, dann ist ein Drittel der Linieninfanterie zum Teil hier hängen geblieben, hat keinen Ansturmbonus bekommen. Hier auf der Seite wurden sie von Volkmar dem Grimmigen ausgekontert. Das hat dazu geführt, dass die Linie des Imperiums sehr, sehr lange gehalten hat. Der Angriff von hinten mit den Harpyien kam ein Tick zu früh, meiner Meinung nach, von God Eater, was ja dazu geführt hat, dass das Imperium sich dann doch relativ gut auf Korsaren fokussieren konnte. Und das, ja, war dann so auf Dauer das Ende der Armee. Die Kavallerie kam auch relativ spät, muss ich sagen, dazu von den Dunkelelfen. Die hat sich schon ein bisschen Zeit gelassen, bis sie da gewesen ist. Also der Angriff kam stückchenweise. Und das war mehr oder weniger dann in Kombination mit den anderen Punkten die Gründe, warum Maximus Decimus hier den Sieg davongetragen hat. Auch den Plänklerkampf haben die Dunkelelfen, haben das Imperium interessanterweise dann doch gewonnen. Tja, so kann's gehen. Oh, Blick der Niedertracht. Schön. Jedenfalls, schön für Malekith. Tja, Malekith kann sie nicht heilen. Armer Kerl. Wenn wir jetzt mal durch Düsterklinge hätten, würde er im Nahkampf sich auch noch regenerieren. Und bevor er tot ist, käme er nochmal zurück. Und voll erleben sein. So wie folgt man da hinten. Seht ihr da hinten? Da kommt er. Da fährt er an. Einmal durch die Streckenschwerter. Düster Schwerter heißen die. Und das war das Ende. GG hier an Maximus. GG an God Eater. Schöne Runde. Wir haben gesehen, wie man Korsaren der Schwarzen Arche einsetzen kann, wie man sie schön vorschiebt. Leider dann am Ende nicht ganz den vollen Nutzen rausgezogen. Das war einer der Schlüsselpunkte, die Maximus hier zum Sieg gebracht hat. Ja, auch trotzdem schön, wie man sowas einsetzen kann. Und wir gucken uns nochmal ein Linienbrecher-Video in der nächsten Runde an. Das ist sogar noch ganz interessant, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne den Daumen hoch da und einen Kommentar. Und falls ihr Interesse habt, günstig Total War Warhammer 3 vorzubestellen oder andere Videospiele, habe ich da so einen Keyshop, MMOGA, in der Videobeschreibung. Ich weiß, ich mache ab und zu dafür so ein bisschen Werbung, weil es eben dann auch eine Einnahmequelle für mich ist und ein bisschen Appreciation, und ihr kriegt günstige Spiele, wenn ihr da drauf klickt, Cookie wird gesetzt und Hamster kriegt 10% Verkaufsprovision, yay! So, GG, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und natürlich danke an Maximus und God Eater für dieses Replay.